Liebe Leute, machen wir doch ein weiteres Q&A. Letztes Mal hatte ich A, richtig Spaß, B, habt ihr super viel Feedback gegeben und C, weil ich es gerne mache, warum dann nicht noch mehr? Ich habe ein paar Fragen genommen aus dem ersten Q&A und dann aus diesem Grundvideo, wo ich gesagt habe, stellt auch ein paar Fragen und wenn euch wieder was interessiert, könnt ihr es auch wieder unter dieses Video schreiben und mit Daumen hoch voten, damit ich sehe, was ist jetzt so am relevantesten. Und diesmal habe ich 12 Fragen, glaube ich, sind das zusammengeschrieben, wo ich dachte, oh, spannend darauf zu antworten, wieder auch so gemischt aus verschiedenste Themen. Und da fangen wir einfach mal direkt an mit Jakob Holstein. Der fragt, wie läuft das mit Pressevorführungen? Wann ist man groß genug, um dabei sein zu dürfen als Kritiker und wie läuft der Teilnahmeprozess ab? In Klammern, wird man eingeladen oder muss man sich anmelden? Also, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Generell ist es immer gut, wenn man irgendwie auf Presseservern angemeldet ist bei Studios. Da kann man quasi einfach nach googeln und versuchen, sich anzumelden. Da muss man hinterlegen, für welches Medium arbeitet man oder ist man selbst ein Medium, was für eine Position hat man inne, sodass man überhaupt erstmal in diesen Kreis der Presse aufgenommen wird. Und dann gibt es auf PR-Agenturen, die die einzelnen Filme der Studios im Online-Bereich, aber auch im Offline-Bereich beispielsweise, dann eben noch presseseitig betreuen. Und die verschicken dann oft die Presseeinladung. Das kann aber auch vom Studio selbst kommen und von PR-Agenturen. Also kannst du manchen Film aus 3 oder 4 Quellen Presseeinladungen geben. So geht das mir beispielsweise. Klar, je, sage ich mal, größer man ist oder je mehr Reichweite man hat, umso größer ist wahrscheinlich auch das intrinsische Interesse von der, in Anführungszeichen, nicht Gegenseite, aber publizierenden Seite, also der Seite, die den Film rausbringt oder vermarkten möchte, dass man den Film sieht. Und dementsprechend wird dann auch öfter nachgehakt, ob man zur Pressevorführung will. Es gibt auch bei bestimmten Filmen mehrere Runden an Vorführungen. Manchmal bis zu 3 und manchmal sieht man einen Film nur 3, 4 Tage vor Kinostart, manchmal aber auch bis zu 3 Monate. Das kann dann schon mal sehr unterschiedlich sein und im Grunde kann man sich versuchen, über diese Agenturen oder dann über Kollegen und so mal anzufragen, was die Kontakte sind und anzufragen und dann wird man intern klären, wie relevant das ist und da wird sicherlich auch eine gewisse Hartnäckigkeit mitspielen, aber so kann man zu Pressevorführungen kommen, aber natürlich muss es irgendwie einen Hintergrund geben, warum man sich für eine Pressevorführung qualifiziert. Nur weil man gerne einen Film früher gerne sehen möchte, da funktioniert das natürlich nicht. Ich hoffe, Jakob, das konnte ich so beantworten. Lukas Wieland fragt, wenn du den Rest deines Lebens nur noch 5 verschiedene Filme sehen könntest, welche wären das? Das ist eine richtige Schweinereifrage. Das ist richtig gemein und ich habe vorhin, als ich es mir kurz rausgedingst habe, nur kurz überlegt und ich versuche mich darauf jetzt nicht wahnsinnig vorzubereiten. Eins muss sein, König der Löwen. Klar, Zeichentrick, so viele Dinge aus meiner Kindheit, die es mir gezeigt hat, ob das Thema Vergangenheit, Liebe, Bindung zu Eltern und Verantwortung, große Themen, das wäre auf jeden Fall mit drin. Dann La La Land, weil ich diesen Film liebe und kaum ein Film für mich so romantisch und toll ist und schön musikalisch unterlegt und toll gespielt, wäre mit drin, weil ich den einfach großartig finde. Interstellar muss drin, nicht nur, weil ein Nolan-Film drin sein sollte, sondern auch, weil der dich so verändert zurücklässt, so ging es mir zumindest ein Stück weit, man sich fragt, ist diese Realität noch Realität? Interstellar muss rein. Dann muss unbedingt rein ein Mafia-Film. Casino, Goodfellas, Pate, ich glaube, Scarface, Irishman. Es war einmal in Amerika, nehme ich dann mit rein, als vierten Film. Der gute 3-Stünder, richtig toller Film, der auch, es war in Amerika. Und Shawshank Redemption, Die Verurteilten, ganz toller Film, mit meinem Papa damals das erste Mal gezeigt. Kann ich immer wieder gucken, für mich der Film für den Inbegriff von Freundschaft. Und es gibt sicherlich ganz, ganz viele tolle andere Filme. Das sind meine 5. Ihr könnt ja eure 5 mal in die Kommentare schreiben, die wäre, wenn ihr den Rest eures Lebens keine anderen mehr schauen dürftet. Dann fragt GoToGuy, ich erinnere mich an eine Zeit, als du, um deine Privatsphäre zu schützen, noch auf keinen Fall die Kamera von deinem alten Greenscreen wegschwenken, geschweige denn eine Roomtour machen wolltest, was ich damals als sehr respektabel und natürlich auch als etwas schade empfunden habe. Vor ein paar Monaten durften wir dir sogar via Instagram bis in die Flitterwochen folgen. Wie kam es eigentlich zu diesem Sinneswandel? Darauf gab es auch ziemlich viele Antworten. Einer schrieb auch Fame, muss ich erstmal schmunzeln. Der Hintergrund ist folgender. Ich glaube, jeder Mensch wird ja natürlich älter und dementsprechend auch etwas reifer und sich vielleicht auch seines eigenen Lebens und Situation und was er bereit ist oder sie bereit ist zu teilen, etwas gewahrer und kennt auch in dem Fall von der Reichweite vielleicht auch seine Community ganz gut und weiß, das kann man vertrauen. Und bei mir ist das einfach über eine Zeit so gewachsen und ich gab ja auch schon auf YouTube eine Zeit lang diesen Zweitkanal Robsontown von mir, wo ich auch vom Fahrrad aus unterwegs gestreamt habe oder gute Nachtgeschichten vorgelesen habe und so ganz, ganz andere Sachen als Film und Serie gemacht habe, weil ich es gerne gemacht habe. Und ich
dachte, es macht mir einfach Spaß, bestimmte Aspekte zu zeigen, vor allem auch Themen wie Nachhaltigkeit und so weiter, die mir voll wichtig sind. Und irgendwann kam natürlich Instagram ins Spiel und dann habe ich irgendwann angefangen, Stories zu machen und höre bis heute nicht auf. Jeden Tag gibt es da alles Mögliche und woran das liegt ist, weil zum Beispiel auch die Frauen in meinem Leben, wir sind jetzt über 5 Jahren zusammen, inzwischen verheiratet und wir ziehen bald in unser neues Haus und du hast einfach so ein paar Eckpfeiler, wo du weißt, okay, so wird das Leben werden. Und wenn es dann so ist und du auch ein bisschen älter und erwachsener wirst und deine Community mit dir erwachsener wird, dann brauchst du das nicht ewig verstecken. Du kannst damit verantwortungsvoll umgehen aus meiner Sicht und gleichzeitig eben auch Werte transportieren, die dir wichtig sind. Und zusätzlich kommen noch Aspekte wie durch eine Followerschaft. Und ich versuche auf Instagram ja wirklich jedem zu antworten, worüber sich Leute auch immer freuen, manchmal ein bisschen kurz angebunden. Aber es kommt eben auch Schwarmintelligenz ins Spiel. Und besonders bei bestimmten Themen kriegt man super schnell voll viel interessanten Input oder dann eben Meinungen, wo du merkst, okay, das ist ein interessanter Ansatz. Und ich empfinde es als sehr, sehr bereichernd, diesen Austausch auf Instagram, den man hier auf YouTube oft nicht gewährleisten kann, aufgrund der Menge der Kommentare. Und natürlich mag ich es auch gerne mal so diesen Aspekt Film, Serien und so weiter ein bisschen zu sprengen und da eben so eine ganz andere Natur an den Tag zu legen. Und das mag ich gerne, hat sich über die Jahre entwickelt und ich versuchte einfach sowohl unterhalten zu sein, positiv zu sein, eigentlich so, wie ich tatsächlich immer unterwegs bin und das mit reinzunehmen. Und dafür bedanken sich Leute wirklich auch viel, auch auf verschiedensten Themen diesen Input anzunehmen. Und ich finde das immer als sehr fruchtbar und mag diesen Austausch. Der ist also jetzt kein Gedanke von, man muss das machen. Ich mache das einfach gerne und ist halt so frei gelöst von Filmen und Serien in erster Linie. Das vielleicht so ein bisschen als Antwort. Aber wie gesagt, durch Robson Town konnte man auch schon sehen, dass es die Tendenz ja schon relativ früh gab und das ja einige Jahre zurückliegt. Und vor allem auch, weil du sagst, Flitterwochen und Instagram. Wir waren ja in Sri Lanka und auf den Malediven, aber besonders Sri Lanka hat es uns so wahnsinnig angetan und war so, so schön, dass wenn man schon einen Flug macht, und da braucht man nicht viel diskutieren, Flüge sind und vor allem in der Weite ökologisch gesehen absoluter Bullshit und wollen uns da auch stark einschränken, haben wir nach den Flitterwochen spätestens dann auch klar gesagt, aber dann die Leute schon mit dahin nehmen zu können und sagen zu können, guck mal das und das, diese Naturbelassenheit und du bist wirklich auf Safari mitten im Busch unterwegs und so ganz alleine, das ist schon super cool und da haben sich die Leute, glaube ich, auch sehr gefreut, weil die Sri Lanka so nie auf dem Schirm hatten, was für eine Schönheit dahinter steckt und was für eine wahnsinnige Artenvielfalt. So, das war jetzt eine längere Antwort. Dann fragt Menisch, was hältst du von Autokinos? Warst du schon mal in einem? Nee, tatsächlich war ich noch nie in einem Autokino. Ich war auch noch nie in einem Freilichtkino. Ich weiß gar nicht, warum. Sicherlich habe ich da ganz doll was verpasst. Autokino ist jetzt nicht besonders nachhaltig, mit dem Auto da reinzufahren, alle pro Person. Jetzt gerade natürlich in der Zeit etwas, was sehr boomt. Generell weiß ich nicht. Also ich würde sicherlich mal irgendwann gerne probieren. Ich weiß gar nicht, ob wir in Berlin direkt eins haben. Irgendjemand meinte letztens nein, aber ich habe das nicht nachgeprüft. Ich bin da so ein bisschen ambivalent, was Autokinos angeht, aber natürlich haben sie auch so ein bisschen in der Geschichte, gerade in den USA, selbst auch einen gewissen Kult. Also es ist schon cool, dass sie da sind, aber ich bin froh, wenn Leute lieber ihre Füße nutzen oder öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad, um ins Kino zu gelangen. Dann fragt Daniel Meyer, hi Robert, welcher Film hat deine Sichtweise auf das Leben am meisten beeinflusst? Aha-Erlebnis oder Aufwachmoment? Das ist tatsächlich wahrscheinlich, also bei mir ist es eher Dokumentation. Ich glaube, am stärksten verankert hat sich grundsätzlich bei mir Earthlings, die Dokumentation von Joaquin Phoenix gesprochen und mit produziert. Auch Dominion kam in einer ähnlichen Konstellation dann später raus und beschäftigt sich, glaube ich, mit den 5 unterschiedlichen Gebieten, wie Tiere genutzt, missbraucht, misshandelt, gequält, getötet werden. Also das sei Ernährung, Haustiere, für Laborversuche, für Mode und das war noch was. Und Earthlings ist äußerst brutal, genauso wie Dominion. Das ist so hart, wie die Realität ist. Ob man das aushält zu schauen, weiß ich nicht. Ob man es vielleicht mal schauen sollte, um zu wissen, was man da konsumiert, wahrscheinlich schon. Aber wir sind eine gute Gesellschaft, darin Augen zu verschließen. Aber für mich ist es Earthlings, die mich da am meisten aus filmischer Sicht beeinflusst hat, auch in meinem weiteren Werdegang und Bilder, die mir nie wieder aus dem Kopf gehen. Und dafür bin ich ehrlich gesagt auch dankbar, weil auch das mir das Leben nochmal ganz anders zelebrieren lässt. Dann fragt Manuel Meissner, bist du denn schon mal aus dem Kino gegangen, bevor der Film zu Ende war, weil er so schlecht war oder aus sonst einem Grund? Nein, das mache ich grundsätzlich nicht. Es gilt bis zu Ende gucken. Ich sehe manchmal Kritikerkollegen, die gehen eine halbe Stunde früher und dann frage ich mich, schreiben die jetzt wirklich einen Text darüber? Ich kann es da nicht verstehen, nicht nachvollziehen. Es gibt immer wieder Leute, die einfach rausgehen. Ich persönlich empfinde es als respektlos gegenüber dem Film. Und wenn ich mich dann schon dahin begebe, dann würde ich den auch schon ganz gucken. Die einzige Ausnahme ist vielleicht nur bei einer Social Movie Night oder Social Movie Tour, wo der Film 6-mal gezeigt wurde. Wobei auch damals bei The Visit habe ich den 6. Abend hintereinander geguckt. Aber da muss ich manchmal 5 oder 10 Minuten vorher raus, weil wir danach Interviews machen, damit ich dann schon mit Kamerateam und so dastehe. Aber ansonsten gucke ich immer zu Ende. Gehört für mich absolut dazu.
dazu, Filme nicht einfach irgendwie zu verlassen mittendrin. Da muss schon echt was passieren. Und wenn, dann hat das eher dann auch nochmal andere professionelle Hintergründe. Aber nicht, weil ich jetzt sage, der gefällt mir nicht, weil ich jetzt keinen Bock oder ich will gerne in den Feierabend. Dann fragt TF Films, kennst du Kritiker, die denken, ihre Meinung über Filme würde mehr zählen als die Meinung anderer Kritiker? Für den nächsten Q&A war die Frage. Also damals aus dem ersten Q&A für die nächste. Ich beschäftige mich gar nicht so sehr mit anderen Kritikern, weil ich irgendwie so mein Ding mache, auch schon die ganze Zeit und immer das so mache, wie ich gerne mir vorstelle, beziehungsweise ich als Vermittler mich zwischen Studios und den Zuschauern sehe und versuche darzustellen, wenn du diese Art Film magst, dann ist vielleicht diese Veröffentlichung für dich oder diese weniger geeignet, im Grunde dem Publikum darauf einzustellen, für was lohnt es sich denn seine Zeit aufzubringen und sein Geld auszugeben letztendlich, wenn man ans Kino geht. Da sehe ich mich als ganz klarer Dienstleister und weniger als, und da habe ich mal das Gefühl, Richter und Händler. Ich will nicht dastehen und sagen, dieser Film ist schlecht, weil oder das hat mir oder ich merke das auch bei Pressevorführungen manchmal, da wird vorneweg über den Film schon so viel diskutiert und gemutmaßt, nur weil der Regisseur oder der Schauspieler mitmacht, statt erstmal einfach zu gucken und dann mal sacken zu lassen. Man geht auch aus einer Pressevorführung und Agenturen fragen direkt im Anschluss, wie fanden Sie den Film? Und wollen dann natürlich immer gleich was niederschreiben und das wird dann weitergeleitet und wollen das dann manchmal auch als Zitat auf ein Plakat drucken oder einen Trailer einbinden. Und man denkt sich, man muss da erstmal drüber schlafen. Jede Erfahrung braucht auch mal eine gewisse Wirkungszeit. Man kann was ganz toll finden, das weiß man aber nicht, ob das am nächsten Tag ist. Ob die Wirkung sich vermindert oder sogar vervielfacht. Deswegen versuche ich mich so ein bisschen abzuschotten, meinungstechnisch, und bild mir dann wirklich erstmal meins und gucke dann auch gar nicht so sehr, was die Kollegen machen. Da habe ich A, meistens zu viel zu tun und B, was nützt es mir tatsächlich? Irgendwie bin ich da nicht so, habe ich da nie so die Affinität in diese Richtung gewonnen. Dann fragt FilmfanTV, kommt mal wieder eine Folge von Hinter dem Mikrofon? Wir haben das sehr, sehr gerne produziert, das Format. Und wir wollen es auch gerne weitermachen. Und wir haben seit, glaube ich, über anderthalb Jahren ein Gespräch mit einem sehr interessanten Sponsor, weil dieses Format, das ist nicht günstig. Wir haben da sehr viel Postproduktion, Vorbereitung mit dran. Die Miete der Synchronateliers oder Drehstudios, auch die Synchronsprecher. Natürlich werden da Gagen gezahlt. Wir wollen, dass niemand kostenlos arbeitet und auch anständig bezahlt wird. Aber das kostet eben sein Geld. Geld, was man auf YouTube nicht einspielen könnte, was man vielleicht querfinanzieren kann durch Marketingbudgets zu den Filmen, um die es geht. Aber hatten da auch einen externen Partner im Gespräch, aber Corona verzögert einfach auch hier alles und hatten da schon so eine Planung, da eventuell wirklich wieder richtig angreifen zu können, weswegen ich hoffe, dass wir es wieder weitermachen können, aber es steht echt noch in den Sternen, wann und wie genau. Dann fragt Lea Maro, hattest du manchmal Probleme, ernst genommen zu werden, weil du keine professionelle Ausbildung in dem Bereich, in dem du arbeitest, hast? Spannend, mal hinter die Kulissen zu gucken zu können, danke. Schön, dass es erstmal spannend ist, hinter die Kulissen zu gucken. Ich weiß es nicht. Ich habe immer nur gemerkt, gerade bei Presseführungen und Vorführungen und so weiter, dass eben, sage ich mal, die alte Riege der Kritiker, die schreiben und die neuen, die vielleicht ein bisschen im Internet unterwegs sind, selten miteinander kommuniziert haben. Je mehr so ein bisschen meine Reichweite gewachsen ist, aber vor allem seitdem ich so Juryposten bei der Goldenen Kamera oder Blaue Blume Award oder es gab mal so immer wieder mal Veröffentlichungen, was das zum Beispiel Süddeutsche hat ein Porträt geschrieben im Feuilleton oder verschiedene Zeitungen veröffentlichen über einen. Das heißt, über einen medialen, sage ich mal, klassischeren Weg, wo dann wieder eben Kollegen aufnehmen, ah, okay, das macht diese Person. Und über die Jahre und wahrscheinlich diese Hartnäckigkeit, immer dabei zu sein, immer da zu sein, dein Gesicht zu sein, was man doch wieder sieht, dann kommt dann irgendwann der Respekt. Mir hat das jetzt nie irgendwie wirklich gefehlt, weil ich sowieso mich so wenig beschäftige, außer mit dem Film selber, mit dem, was man tut, dem Vorbereiten von Events und dem Arbeiten halt eben zwischen dem Publikum und auch den Studios. Aber man merkt über die Jahre, wie das wirklich zugenommen hat und dann tatsächlich immer mehr Anerkennung kam. Das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, aber ich habe nicht danach gelächzt und gesagt, du musst mich jetzt anerkennen, weil ich bin auch grundsätzlich so ein Typ, der sagt, hey, erstmal am besten autodidaktisch von der Pike an lernen. Ich habe weder Journalismus studiert noch Film, ich war früher Schauspieler, komme also irgendwo auch aus dieser Welt Film so voll als Quereinsteiger rein und bin Fan davon, wenn man sich erstmal, ich will nicht sagen seine Sporen verdient, aber wenn man seine Erfahrungen sammelt und dann einfach so nach und nach eher eine tief gewachsene Anerkennung als so eine sehr schnelle, ah, das ist der Neue, du bist ganz toll. Und dann genauso schnell kann man auch wieder fallen. Und deswegen finde ich das schon okay. Vielleicht das so meine Gedanken zu der Frage. Als vorletzte Frage fragt Nils Hannes Klotz, hast du vorher eine Ausbildung, Studium im Bereich Film gemacht oder wie bist du zum Film? Ach so, okay, das habe ich jetzt so halb mit beantwortet. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach angefangen. Wie gesagt, vorher beim Film gearbeitet, vor der Kamera als Schauspieler und dann kam YouTube und dann dachte ich, hey, ich liebe doch Filme. Fange ich da einfach an, über sie zu reden. Und das habe ich nie aufgehört seit, ich glaube, 2011, 10. Irgendwie so. Und ja, so kam das. Und wir schließen dieses Q&A ab mit der Frage von
XXX. Was waren deine Ideen, das Kino wieder attraktiver zu machen? Ich glaube, wieder attraktiver ist sowieso so eine Frage. Ich glaube, jeder hat halt so seine Kinos in der Nähe und dementsprechend ein Abbild davon, ist Kino gut oder ist Kino schlecht? Zum Beispiel seit bei uns in Berlin auf dem Mercedes-Benz-Platz das UCI Lux aufgemacht hat, oder wir haben natürlich den Zoopalast oder mit dem Delphi Lux auch ein ganz neues Arthouse-Kino und haben da einige, die sehr neu und sehr modern sind. Siehst du die Leute reihenweise darüber sich Lob aussprechen, wie geil ist das denn mit so einer Unlimited Card, also einem festen Tarif, wo sie so oft ins Kino gehen können, wie sie wollen, in so breiten Sitzen, die sich zurückfahren, zurücklehnen können und auf eine Leinwand mit neuester Technik zu gucken, dann noch mit so Sichtschutz auf der einen Seite das Publikumsgefühl zu haben, aber trotzdem genug Abstand, den Film für sich genießen zu können. Und ich glaube, Kino kann bieten erst einmal das Kinoerlebnis, die große Leinwand, gute Technik, ein dunkler Raum. Aber wenn man das kombiniert mit einem gewissen Komfort, der sich zu Hause auch nicht so gut herstellen lässt, einem Preis, wo du weißt, da kann ich mich darauf verlassen, was ich kriege, und einem einfachen System, nicht endlosen Warteschlangen, in einem sehr guten Personal, das ist wirklich wichtig. Leute, wo du das Gefühl hast, die lieben Kino, dass du an eine Kasse gehen kannst und sagen kannst auch mal, wo du Popcorn normalerweise stellst, kannst du mir einen guten Film empfehlen oder können Sie mir einen guten Film empfehlen? Ich mag sonst das und das. Wenn dich da jemand, wenn gerade die Zeit das zulässt, in ein Filmgespräch verwickeln kann, dann weißt du, da ist Herz, Liebe und Leidenschaft dabei. Und mancher Theaterleiter ist wirklich so, die brennen fürs Kino und das merkst du den Kinos dann an. Die Leute, die es machen, müssen Filme und Kino lieben. Die können auch Geld lieben, aber erst an Stelle 2 bitte. Und da, glaube ich, macht mein Kino wieder attraktiver. Das spüren die Menschen, das macht ihnen dann Spaß. Und dann ist Kino wieder ein Erlebnis. Und vor allem auch der respektvolle Umgang miteinander. Nicht laut quatschen, nicht laut rascheln, lass das Handy aus, solche Dinge. Also eine Arbeit, die vielleicht auch von uns mitgetragen werden muss, das Kino wieder attraktiver zu machen. Als Gast. So, damit sind wir durch mit diesem Q&A. Mir macht es wirklich Spaß. Ihr könnt, wie gesagt, wieder gerne Fragen hier reinschreiben. Könnt mir auch auf Instagram folgen, wenn ihr darauf Lust habt. Da gibt es immer noch ein bisschen mehr zu sehen. Nee, ohne Scheiß. Hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.